Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn, hier auf Zahnschmerz mit mir, dem Santino. Unser Motto ist zocken, bis es zieht, und genau das werden wir jetzt wieder tun. Ja, wir haben jetzt mit vier gesprochen, genau, und müssen June finden, einen Einsiedler. Und wir gucken mal eben, wo der genau ist. What? What? Der ist ja richtig weit weg. Ich würde sagen, die Quest machen wir erst weiter, wenn wir auch in dem Gebiet sind, sozusagen. Alter Schwede. Ah, hier, guck mal. Was ist das denn? Boah, da oben ist noch ein Lager, da müssen wir auch hin. Ey, wir haben noch gut zu tun, Leute. Da ist eine Stadt. Wo ist denn jetzt nochmal? Banuk-Figur. Ach so, genau. Was ich. Doch, diese. Ah, okay, die grünen Sachen sind also doch abgeschlossen. Mutterherz, genau. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich glaube, ich nehme erstmal die andere Quest an, die hier. Und dann gucken wir weiter, was wir machen. Das ist mir zu weit weg. Ich will das. Ja, jetzt hinlaufen wir zurück. Das ist echt viel. Und bis dahin, auf dem Weg dahin, sehen wir auch einiges. Kann man die nicht kaputt machen? Das schnell zu Ende bringen. Ich habe mir die. Das sind die, genau. Die sind also immer in diesen Städten, okay. Ich habe mir nämlich die Trophäen mal ein bisschen angeguckt, was man so alles kriegen kann. Und es gibt eine Trophäe anscheinend, bei der man die hier alle zerstören muss. So richtig zerstören? Kann man die auch kaputt machen? Nee. Ich glaube, es ist nur. Vergiss die ungläubigen Mörder. Okay. Ich knie vor dir voller Demut. Wer ist das? Jan. Oh, hallo Jan. Du bist Aloy, nicht wahr? Es heißt, man hätte dich zur Sucherin mit Wegrecht aus dem Heiligen Land gemacht. Ja, um die Mörder von der Erprobung zu finden. Ich kann mir nicht vorstellen, Umuttas Schutz zu verlassen. Aber meine Schwester Nakoa ist wie du. Furchtlos. Sie sucht im Norden nach dem Kaja-Offizier Said, einem Hauptmann der Roten Raubzüge. Er ist gefährlich. Ich bin sehr besorgt um sie. Haben die Stammmütter Nakoa wirklich erlaubt zu gehen? Nein. Sie weigerten sich. Doch sie ließ sich nicht abhalten, Said zu verfolgen. Er hat unseren Vater bei den Raubzügen ermordet. Nakoa sah es mit an, versteckte sich im Keller und zwang sich zuzusehen. Es veränderte sie. Ich lebte während der Roten Raubzüge im Becken. Wie war es hier draußen? 10 Jahre lang griffen die Kaja ohne Vorwarnung an. Teufel wie Said schlachteten Krieger ab und entführten Zivilisten für Blutopfer. Es endete, als der verrückte Sonnenkönig starb. Laut den Stammmüttern will sein Sohn alles bereinigen. Aber das reichte Nakoa nicht. Du hättest mit ihr gehen können. Das heilige Land verlassen und Urmutters ewiges Gedächtnis verlieren? Nein. Ich flehte Nakoa an, zu bleiben, um diesem Schicksal zu entgehen. Sie sagte, es sei ihr egal. Keine Ahnung. Ist sie wirklich verflucht, wenn sie unseren Vater rächt? Das wäre grausam. Ich halte Ausschau nach ihr. O Mutter, segne dich. Ich weiß, die Stammmütter lassen sie nicht zurück ins heilige Land, aber ich muss wissen, dass es ihr gut geht. Sie muss durch Mutterkrone gekommen sein. Meine Tante Solai lebt dort. Vielleicht weiß sie etwas und hat mehr Hinweise für dich. Okay, noch eine Quest. O Mutter. Wo würde uns die hinführen? Wir haben einmal
Die Rache einer Tochter. 15. Und sie, wo würde uns die hinführen? Die ist auch ziemlich weit weg. Okay. Auch ein ganzes gutes Stück entfernt. Dann, und die Hauptquest? Wo führt uns die hin? Ups. Die führt uns darüber. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt darüber, aber wir nehmen auf dem Weg dorthin diese Sachen hier mit. Und dann, warte mal, den... Ich glaube, der ging noch nicht, ne? Das ist auf diesem Haus. Oder ging der da nicht? Ne, doch, der ging nicht, genau. Ja, dann erstmal zur Blume. Die markieren wir uns. Ich knie vor dir voller Leben. Und dann geht's weiter. Weiter. Sehr geil. Mutterberg, liegt mir verlassen. Wir müssen in die Richtung. Es ist gar nicht mal mehr so weit entfernt. Da oben auf dem Turm irgendwas drauf ist. Oder in dem Turm was drin ist. Ob man da überhaupt rein kann? Fragezeichen. Big fat Fragezeichen. Oh. Wieso leben die wieder? Nein! Bereit für dich. Oh Mist! Du hast schon vergeudet, ey. Ha, er ist K.O. Keine Munition mehr. What? Schon wieder? Alter. Ich bin aber auch schnell, Leute. Draht. Der prickelt so auf der Haut. Was haben wir hier noch? Super. Kann ich noch ein paar mehr bauen. Ich brauche ein Draht. Dammit. Noch platt gemacht. Ich kann diese Maschine noch nicht überbrücken. Ich muss herausfinden, wie das geht. Klappe. Ich gar nicht gesehen, den Typen. Ich suche einen Graser. Hä? Hä? Sehr schön. Moment, ich wollte aber dahin. Da wollten wir hin, oder ich zumindest, uns die Blume holen und die Stöcker mitnehmen. Für Pfeile. Da oben kann man wahrscheinlich nicht rauf, ha? Aber was ist da? Oh, ich bin so neugierig. Aber egal, erstmal die Blume. Ach, 32, 31. Hä? Wo soll die sein? Jetzt bin ich schon dran vorbei. Irgendwo hier unten? Okay. Vielleicht irgendwo hier? Oh. Oh. Wie kommt man denn da in die Höhle, ohne sich das zu brechen? Monumento, Leute. Dann ist die Blume in der Ruine. Nur wie komme ich da rein, ohne zu sterben? Einfach reinspringen? Oh Gott. Ein bisschen Lagerfeuer in der Nähe, bevor ich das mache. Oh, ich habe keinen Bock, da einfach rein zu jumpen. Ich schwör's, wir sind dann tot. Einen Moment. Da ist noch ein Jägerlager. Hier. So kommen wir da rein. Was wohl da unten ist. Wollte schon sagen, aber reinspringen, da wären wir echt gestorben, ha? Offene Quest, was soll ich jetzt für eine Quest bekommen? Jagdgebiet oder? Nee, hä? Moment. Tutorial, Kriegsbogen,
machen wir gleich. Das war aber. Was haben wir denn für eine. Jagdgebiet? Nova? Nee. Loge, Nebenquest, Rache einer Tochter? Nee, das ist es auch nicht. Ja, egal. Altes Waffenlager. Nee, das ist das alte Nebenquest. Egal. Wir müssen da irgendwie runter. Nur wie? Hä? Hier? Okay, ist eine Kante. Kann ich mich da irgendwie... Ja, da. Nein, runter, 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 runter. Da ist noch eine, da ist noch eine Stelle, da ist eine Stelle. So. Ach so, das ist Wasser. Okay, dann brauche ich springen können. Da ist irgendwo eine Blume, okay. Ja, was ist das? Da ist die Blume. Sehr schön. Oh, geil. Was für ein seltsames Ding. Super, dann haben wir sie. Spuren von Saatkeimung. Blutfragmente entdeckt, okay. Funktion war... falsch übersetzt. Wenn dieser Schussling zum Baum erwachst, wer wird hier sein? Blutfragmente heruntergeladen. Aha, okay. Hier nochmal. Blitzschlag. Was für Gesichter hier sind? Büsche von Pampasgas. Okay. Hm. Ja, okay. Wir gehen trotzdem nochmal weiter. Ist da noch eine Blume? Das ist keine Höhle. Das ist eine Ruine. Genau. Wir haben mal wieder eine Ruine entdeckt. Da liegt was. Bunkertür, Bunkertür, Waschbecken? Ne, Netzkabel, okay. Was ist da? Vorratskiste. Oha. Geil, Leute. Die erste Ruine, die wir entdecken als Kind. Nicht als Kind, meine ich. So. Die Tür geht wahrscheinlich nicht auf. So etwas habe ich nicht mehr gesehen, seit ich klein war. Rotes Licht. Ich komme nicht rein. Okay. Was ist das? Ich glaube, die Alten haben solche Zahlen verwendet, um die Zeit anzuzeigen. Sicherheitsverschlüsselungsport mit holographischem Display. Die Daten zeigen die erforderlichen Einstellungen für Holo-Schlösser in der Nähe. 120, 15, 18. Das sind Uhrzeiten. Uhrzeiten gehen die auf, oder was? Versuche Schalter. In den Geräten sind keine Energiezellen. Ich brauche Energiezellen, um sie in Gang zu bekommen. Ah. Okay, repariere die Sicherung. So, passt. Jetzt fehlt nur noch eine. Energiezellen. Wo kriegt man Energiezellen her? Kriegt man hier welche vielleicht her? Und wo hatte ich die alte her? Fragezeichen. Wow, was ist das? Rüstung. Aus der Zeit der Alten. Aber wie komme ich da ran? Alter. Notizbuch. Moment. Untergewebte Textprotokoll. Datenbeschädigung. Parallel. Untergewebtest. MK71. Oktober. Okay, das scheint nur normale. Kann ich gebrauchen? Nee. Nur normale Daten zu sein von. Also
Probe von der... wie nennt man das? Probeergebnisse, Testergebnisse quasi. Alter, wie kommt man da rein, dammit? Ich denk mal, wir müssen noch irgendwo anders. 74, 45... 9... Minus 9... Fehlt noch eine Spule. Kann man es als Quest irgendwie markieren, die Spurkarte? Ich sehe gar nichts. Unentdeckt. Warte mal. Haben wir irgendwo eine Quest, die Spule neben... Nee, alte Waffenlager? Nee. Ja, noch eine Loge. Tutorial. Nee. Ich schätze mal, die finden wir zufällig irgendwann. Und dann kriegen wir vielleicht immer diese Rüstung. Boah, Alter, wenn wir die Rüstung kriegen, das wäre richtig geil. Aber jetzt sind wir wieder zurück. Okay, Leute. Ich schwimme jetzt nochmal kurz eben zurück zum nächsten Lagerfeuer. Ja. Und dann muss ich leider einen Cut setzen. Komm, schwimm schneller. Biatch. Boah, ich sehe gar nichts. Lalalala. Komm schon, Alo, ich hab alles. Ja, hier ging's hoch, ne? Ja. Genau. Ja, Kante. Kommst du da hoch? Ja, super. Ja, so mache ich das auch immer. Easy. Ganz easy. So, ist er wieder oben. Alter. So. Ja. Ich muss noch kurz zum Lagerfeuer zum nächsten. Das ist da. Und dann, meine lieben Freunde. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir bitte ein Like da. Wenn euch unser Kanal gefällt, dann abonniert uns. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Bye.